Hallo Freunde, hallo YouTube. Hier ist wieder der Rillo. Wir machen hier weiter mit Dark Souls 2. Ja, wir haben ja beim letzten Mal eine Titanitscholle gefunden. Dass Schollen immer sehr rar sind, das kennen wir ja aus dem Vorgänger Dark Souls. Das ist sehr schön. Achso, und wir haben einen Chlorantier bekommen. Den wir auch gleich mal anlegen. Der verstärkt die Ausdauerregeneration, den gab es ja im letzten Teil auch schon. So, dann können wir den Jungen hier ansprechen. Traveling all alone in these treacherous times. Well, I hope you have a very good reason. Oh, Hogwash, who am I to judge? My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Oh yes, you be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see. And he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. Ja, mit dem sprechen wir später noch. Wir laufen natürlich hier durch. Und kriegen hier gleich Besuch. Holzpfeile angesagt. Ich weiß gar nicht, war hier hinten noch was? Ne. Hier von dem Schatz, von dem er geredet hat, ne? Also, einen großartigen Schatz findet man hier nicht. So. Kommen jetzt gleich welche. Ich hoffe, dass sie nicht wieder alle drei auf einmal kommen. Auf einmal. Naja, gut. Wie konnte es auch anders sein? Na, kommt mal raus, Mädels. Ja, du vorweg, genau, haben wir den ersten schon erledigt. Eine Feuerbombe. Ah, sehr schön. Damit könnten wir uns jetzt diesen kleinen Durchgang freimachen. Das ist Nummer 3 jetzt abgelehnt. Oh ja. So, dann können wir hier gleich noch. Das ist das Einzige, was man hier bekommt. Aromaschlick. Also soweit ich weiß. Weiß nicht, inwiefern das jetzt sinnvoll ist. Zwei von denen. So. Noch Nummer 3, aber auf jeden Fall kriegen wir von dem Pate, dem, mit dem wir gerade gesprochen haben, kriegen wir jetzt einen weißen Symbol Speckstein, und das ist doch schon mal sehr erfreulich.
Ja, und zwar müssen wir wieder runter. Well, I see you managed to escape. I hope that brave warrior didn't come a cropper either. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Oh, but you should take this. I mean. It allows undead to call out for help to one another across the fissures between worlds. With luck, somebody will lend you a hand. Ja. So, dann geht's jetzt gleich hier weiter. So ein Ding naschen. So, den Jungen da vorne. Den werden wir mit diesen Geschützen in Angriff nehmen. Wer schmeißt denn hier? So, oder wir haben Glück. Die Fässer explodieren nicht. Naja, egal. Gut, das machen wir aber später. Erstmal geht's hier lang. So, dann haben wir hier einen Baum. Leider passiert nichts. Mal schauen, was da später noch passiert. Auf jeden Fall finden wir hier noch eine große Seele. Sehr schön. Seelen haben wir jetzt schon ordentlich gesammelt. Das ist natürlich gut. Wie ging es jetzt hier nochmal weiter? Hier hoch. Genau, jetzt sind wir auf der anderen Seite, da hinten sind wir ja vorne lang. Die einsammeln, die leichte Armbrust. Super, die werden wir gleich mal benutzen. Wo ist sie denn? Die Bolzen dafür, die haben wir ja gefunden. Da wo die stehen, da müssen wir gleich rein. Und so kann ich verhindern, dass wir da gleich drei auf einmal gegen drei Untote auf einmal kämpfen müssen. So, den nicht. Bei dem brauchen wir größeres Kaliber. So, und zwar müssen wir da runter. Springen? Vielleicht. Ja, kann man bestimmt, ich kann es nicht. Okay. Eieiei, unser Schwert ist in Gefahr. Dann werden wir das mal austauschen. Schwert mal nehmen. So, und hier ist eine Truhe. Da haben wir einen Kettenbrecher und einen Infanteriehelm. Okay, jetzt geht's hier runter. Mal den Jungen mal anlocken hier.
ganz schnell hier rüber sprinten. Und können den beschießen. Und Schatz. Ja, da haben wir es das wenigstens ein bisschen einfacher gemacht hier, ne? Hat er noch was? Nee. Gut. Wäre das auch erledigt. Ist da eine Leiter? Nee. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen können, ist uns diese kleine Abkürzung da hinten frei zu machen. Wenn wir jetzt Brandbomben bekommen. Wo haben wir sie? Ja, Brandbomben ist gut. Eine. Also der muss sitzen hier gleich. Wie blöd. Da hätte mal zu dicht dran gestanden. Ah ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen kleinen Shortcut freigeschalten. Zum Leuchtfeuer. So. Der hat mich fast selbst schon wieder um die Ecke gebracht hier. Na gut. Auf jeden Fall leben die ja jetzt wieder hier links. Meine Güte, der ist noch nicht mal tot. Jetzt. Immer noch nicht tot. Na los. Jetzt aber. Super, jetzt war ich hier. Jetzt war ich hier am Leuchtfeuer und eigentlich hat mir das gar nicht gebracht, weil ich bin jetzt schon wieder einiges abbekommen. So, nochmal die ganze Zeit. Das ist natürlich die Kacke, wenn man jetzt hier diesen, was jetzt freigeschaltet ist hier. Und hinten ran schleichen ist noch mehr drin. Und jetzt sind hier gleich mal 3 von mir. Meine Güte. Ja gut, inwiefern einem jetzt die Abkürzung dazu Leuchtfeuer was bringt, schließt sich mir jetzt gerade nicht ganz. Jawoll. Ja, kommt Jungs. Ach, das ist nicht zu glauben. Scheiße! Na gut, das Zeug müssen wir jetzt noch wiederholen und dann können wir hier nochmal einen kleinen Cut machen und im nächsten Video geht es dann straff Richtung ersten Bossgegner. Das werden wir im ersten, das werden wir vielleicht nicht im nächsten Video schaffen, das glaube ich nicht. Aber, so, die machen wir jetzt anders hier. Nee, ich will hier nach oben angehen. So, dann habe ich den wenigstens schon mal. Den auch aus Entfernung hier. Look. Zumindest haben wir den schon mal angelockt. Ja, komm her.
müsste doch eigentlich tot sein. So. Können wir auch. Sehr schön. Na, komm mal her, hier, Kollege. So, ja, man kann es sich natürlich auch einfacher machen, ne, als ich hier eben. So, sehr gut. Haben wir die Seelen wieder. Okay, gut. Ja, wie gesagt, wir machen hier nochmal einen kleinen Cut und dann geht es hier gleich im nächsten Video weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.